Ja, hallo zusammen, hier ist der Fluxkommandator 70 mit einem weiteren Kastgeplay. Und hier haben wir noch den Herbolzheimer 79 aus dem kleinen X-Wix mit dem 9er mittleren Panzer der Japaner. Auf der Map Küste im Norden gestartet, 10er, 9er Battle. Wir haben 8 10er, 7, 9er oder 5 Heavy mit 4 mittleren Panzer, 4 TDs, ein Light und eine Arti. Beide Gunmarks hat er drauf und ist der Weg zur dritten Gunmark. Jawohl, wie gewohnt vom Herbolzheimer. Munitionsverteilung 25 mal AP, 23 mal Premium-Munition, 2x HE, großes Medkit, großes Medkit und dann natürlich Ration für die japanische Crew. Ja, wir sehen zwei Replays, jetzt hier Küste und dann nochmal ein zweites Replay, was ich mit dranhänge. Das ist dann auf Mannheimer Linie. Ne? Und ja, wir können ein bisschen was noch zum Panzer sagen. Und zwar in der Feldausrüstung auf der ersten Position ein experimentelles Zubehör. Und zwar die Feuerleitsystem, ne? Dann zweite Position erbeuteter vertikaler Stabilisator und auf der dritten Position erbeuteter Ansetzer. So viel dazu. Mission können wir auch sagen. Ist hier Block 10, der gute Samariter in Richtung Objekt 279F. So wird ein Schuh raus. Wir sind bei 2526 Spotting Damage. Eben haben wir einen schönen Schuss gesehen. Und den zweiten Schuss auf den Hori. Erster Schuss auf den Standard B und den Kunze-Panzer. Ja, ich habe ja ein bisschen was zu erzählen gehabt, weil dieses Replay dauerte nicht lange. Ja, mit diesem Panzer hat es auch eine Weile gedauert. So, jetzt hier erstmal den ersten Kill, den Hori rausgenommen. Und zwar 10-mal ist er von 94% komplett runtergefallen und musste sich wieder hocharbeiten. Und dann hat es geklappt mit den beiden Runden. Jawohl, so viel schon mal dazu. Spoiler-Alarm. Aber ihr habt ja nichts anderes erwartet. Außerdem seht das ja sowieso im Vorschaubild im Submail. Ne? So, 4 zu 2. 1282 Damage. 4000 Spotting Damage. Ah, da gibt es fleißig Aufklärungsschaden. Wir schauen einfach mal so still dazu. ...6 zu 3. Ich sag doch, das ist eine schnelle Runde hier. Oh, jetzt wurde aufgeklärt. Ja. Vom Stritzwagen 103. Also 376 kriegt er da reingepumpt. Alles noch verträglich. 7 zu 5. Zu 5. So, wo sind die beiden denn? Da der Stritzwagen. Ach, da prallt er ab. Skoda T50 flüchtet. Ja, da konnte er schön durch den Turm hauen. Aber der Skoda T50 antwortet und penetriert ihn auch. Schlagabtausch, aber da ist das Hütchen weggeflogen vom Skoda T50. Munitionstreffer. Jawohl. Ah, Stritzwagen prallt er ab. 375 Hitpoints bleiben ihm noch. 2000 Damage, 4000 Aufklärungsschaden, zusammen kombinierter Schaden, wie gesagt, 6000. Rechnen könnt ihr alleine. 9 zu 6 steht es. Ja, nochmal einen Schuss vom Stritzwagen möchte er nicht haben. Stritzwagen hat geschossen, ist aber da hinter dem Hügel. Kunze-Panzers ran. Arti geht raus. Stritzwagen nimmt den T-54 R1 raus.
11:7. Na, guck doch noch in das Rohr rein vom Stritzwagen. Und dann sagt er, gute Nacht. Ja, okay. Die Runde ist zu Ende. Und wir sehen uns dann zusammen im anderen die Stats an. Ich mach mal jetzt hier aus. Ja, hallo zusammen. Ist der Flux zum Modator 70. Mit dem zweiten Replay der zweiten Runde vom Mehrmals 79 mit dem Type 61 9er Meter Panzer. Der Japaner auf Mannerheimer Linie 9er 8er Battle. Wir haben 8 9er 7 8er Dotter 5 Heavys 3 Meter Panzer 5 TDs 0 Lights 2 Meter Artie und 25 mal AP dabei, 23 mal Premium Munition, 2 mal HE, großes Mitgeht, großes Redgeht und Ration für die japanische Crew. Jawohl. Ja, in der Feldausrüstung hat er dieses Equipment ein bisschen geändert. Und zwar dreimal erbeutetes Equipment und Module. Auf der ersten Position die Lüftung, die erbeutete. Dann vertikaler Bestabilisator auf der zweiten und Ansätze auf der dritten. Soviel dazu. Dann haben wir hier natürlich Mission Block 10. Der gute Samariter noch weiterhin auf das Objekt 279F. Hat er aktiviert jedenfalls. Ja, auf den Konvoi leider nicht penetriert. Ich werde ja diese beiden Replays zusammenfassen und nachher gibt es zusammenhängende Stats. Jawohl. Borask. Auch schon mal einen schönen Schuss auf den Brass. Oh, schön. Noch einen zweiten hinterher. Und schafft er den dritten auch noch? Na. Vielleicht da hinten. Ups. Kleiner Schluck auf. Nee. Die Granate ist in den Boden geflogen. Auf den Konvoi kommt er nicht. Aber da. Aber konnte er nicht drauf wirken. Jetzt hier auf den T34-3. Tja, der geht auch ab in die Garage. Ist der erste Kandidat, der in die Garage geht. Da haben wir den AMX AC48. Achter TD der Franzosen. Konvoi. Ach! Dreck! Da ist die Granate Bogen nach rechts geflogen. Eine Bogenflinte haben wir hier. So, da haben wir noch einen Stritzwagen. 103.0. Quatsch, 103. 103. Was? Doch, 103-0. War doch richtig. Dachte ich, war ja gerade jetzt hier verkehrt. Konnte jetzt den Konvoi dann doch im Abzug hinten in den Zeck schießen. Oh, schöner Treffer auf den Stritzwagen. WZ-111-1FT. Ja, der Schuss ist irgendwo im Felsen gegangen. Aber jetzt schön die Unterwanne getroffen. Und der WZ-111-1FT sagt gute Nacht. Jetzt steht es 3:3. Da flüchtet die Arti. Ja, die wird bestimmt durchgefahren sein, aber er setzt keinen Schuss hinterher. Macht auch nicht so viel Sinn. Gegnerische E75 steht hier mit wenig HP. T30 prallt ab. Spahn gekratzt. Ah, vom T30 möchte er keine gescheuert kriegen. Ah, da ist nämlich noch ein T54E1 hinter. Oh,
schöner Schuss auf den Stritzwagen 103. Und nochmal raus damit. Jawohl. Noch schön Feuerwerk. Munitionslager 6-4. 3000 Damage. 447 Aufklärungsunterstützungsschaden. So, T30. Ja, da wird er natürlich gespottet. T30 lässt zurückfallen. Nee, nee, da fahren wir nicht hinterher. Das macht Aua. T30 kommt hoch. Da muss man aufpassen. 10 Grad kriegt er die Kanone unten. Aber der Herbolzheimer hat sich schon gedreht und zieht Leine. Nimmt die Ketten in der Hand. Und dann geht es erstmal vorwärts in Richtung Cap. Auch den Skin drauf. Den Skill, besser gesagt, auf dem Ladeschützen. Schöne Breitseite hier auf den AMX AC48. Nochmal ein rein. 3700 Damage. Oh, hier Schlagabtausch mit dem T54E1. Den nimmt er sich. Nimmt sich noch einen, aber prallt dann am Turm ab. Ja, das war ein bisschen gierig. Muss nicht sein. Nee, das Rohr wollen wir nicht beschießen. Oh, schöner Treffer hier auf den T54E1. 200. Was hat er? 267 Hitpoints noch. Und da trifft er die Capola. Nimmt den T54E1 raus. Zweiter Kill. 4300 Damage. 12-6. Und Boras nimmt sich den T30 an. So, IS-3-2. Genau hier hinter der Ecke. Wartet schon auf seine Chance. Fängt sich aber eine. Schießt nicht zurück. War gerade im Reload. Keine Ahnung. Oh, jetzt kriegt er einen geschmörgelt. Aber Gott sei Dank nur ein Schuss. Uiuiuiuiuiuiui. Da hat er Glück. Da bounced er. Eieieiei. Nee, der hat nicht gebaut. Er hat eine gefressen, aber... Naja. 5000 Damage. 166 HP bleiben ihm noch, aber nur noch der gegnerische Borask. Das war aber jetzt hier ein bisschen gierig auf das Objekt. Na Quatsch, auf den IS-3-2. Objekt sage ich schon. Naja, ob nun Objekt oder IS... Das ist ja alles dasselbe. Ihr wisst ja, was ich meine. Meine Versprecher sind ja normal. So, Halbzeit ist rum. So, wo ist denn der Borask? Wo hat er sich versteckt? Irgendwo in irgendeiner Ecke. Die Feige... Nein, ich sag's nicht. Ja. Auch mit Captain lockt man den nicht raus. Der hat sich verkrümelt. Der weiß, der verliert sowieso... Der hat sich in irgendeine Ecke gestellt. In irgendein Loch. Aber wozu? Man kann dann auch nochmal einen Schuss machen und dann geht man eben wie ein Krieger raus und fertig. Und versteckt sich nicht. Das ist bah. Tja, und da wurde durchgekappt. Sieg und wir sehen uns in den Stats. So, und dann kommst du zu den Stats der ersten Runde. Type 61, 6
2,6K kombiniert. Jawohl, war zweiter Klasse. Speer, Wirkungsfeuer. 62.714 Credits. XP kommen wir später zu. Dann gehen wir Teamscore. 1.995 Damage einkillt. 980 Basic XP. Dritten Report. 8-mal geschossen. 6-mal durchschlagen. 1.282 Damage über 300 Meter. 4.739 Aufklärungsunterstützungsschaden. Weiterer Teammitglieder. Wie gesagt, macht einen kombinierten Schaden von 6.734 sogar, da er sich um 100 verzählt. Ist auch ganz egal. Wegstrecke hier 1,3 Kilometer. Dafür gab es 41.809 Credits. Abzüglich Repair, Munition, Ration. Macht 5.239 plus raus. Das Ganze in 5 Minuten. Da wurde ja vom Stritzwang rausgeklickt. Ja, und das Replay war dann zu Ende. Die Runde mit 6 Minuten mit einem Sieg. Kann man ja gesehen, also nicht gesehen. Aber sehen wir ja, dass der erfolgreich gewonnen haben. Dann haben wir die Basis XP plus Siegbonus 1470 XP, 74 freie Erfahrung. Und dann gehen wir hier zur zweiten Runde. Jawohl. Und da ist sie, die dritte Gunmark. Und somit ist es der Panzer 274. in seiner Liste mit der zweiten Gunmark. Auch das war zweiter Klasse. Schläger, Brandstifter. Wirkungsfeuer 66.701 Credits. XP kommen wir später zu. Großkaliber, gehen wir in Teamscore. 4912 Damage, 2 Kills, 1088 Basis XP und rekommendierte Board rein. 25 Mal geschossen, 17 Mal getroffen, 14 Mal durchschlagen, 3019 Damage über 300 Meter, 587 Aufklärungs- und Verstützungsschaden. Ja, macht einen kombinierten Schaden, seht ihr selber von, ja, 5,5K Damage. Ja, ist egal. Dann gefahrene Strecke, 3 Kilometer, 44.467 Credits gab es da und dann abzüglich Repair Munition, was natürlich auch teuer war, oder Ration, 41.547 miese. Das Ganze in 9 Minuten 15, die Basis XP 1088 plus Siegbonus 1632 XP, 81 freier V. Ja, wieder ein Panzer fertig, 274. in seiner Liste. Hat mich sehr gefreut, ich hoffe euch auch und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.